miteinander. Herzlich willkommen zum Daily Vlog. Heute wird es Löwenstart und ich muss zuerst mal kurz Sonnencreme eingreifen. Im Dorf hat der Roger Wittmer eine kleine Peugeot-Ausstellung. Hey, 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 oh, stop. Wait a minute. Fill my cup with some liquor in it. Take a sip, sign a check. Who are you? Beidgarage.ch. Hollywood, Jackson, Mississippi. Da gibt es schnelle und da gibt es ein bisschen Vans. Weißt du, aber du musst so stehen, wegen der Sonne. Wegen der Sonne? Ja. Also, was machst jetzt du da genau? Sali Roger. Sali Redo, herzlich willkommen. Wenn ich schon im Dorf bin, kann ich auch schnell im Weitschöpfel vorbeischauen, weil da gibt es aktuell ein paar Krisen. Top, oder? Alles Mögliche jetzt schon im Weitschöpfli erhältlich. Das in Grätzelbach. Tolles Dorf, hä? Flasche, so ein Hologramm irgendwie noch drin. Belvedere Wodka, auch noch nie gekauft. Wir wollen den Wurst gewesen. Ja. Die Autoausstellung beim Wittmann. Ja, die Autoausstellung kann man noch schön mit dem Wurst gewesen. Ja. Ja. Innenhof von dem Kreuzgang von der Stiftkirche Schönwerd. Ich habe gar nicht gewusst, dass das da innen so schön ist, aber ganz toll. Das sind Grabplatten da. Das war die Überraschung da in Schönwerd, das Paul Guggenmann Museum. Und der Paul Guggenmann, der wohnt ja noch in Grätzenbach. Also passt auch wieder alles vom Dorf. Peugeot ist ja nicht nur bekannt für die Autos, die haben ja auch die Pfeffermühlen mit dem P drauf, da oben dran steht Peugeot, oder? Geschichte! Grüß an Stefan! Passt gerade, dass Glocken geläutet, gell? Also, das war es schon gewesen, danke fürs Zuschauen und bis gleich.